Hallo, hallo. Willkommen auf dem Kanal von Lucania Bell. Ich bin Ute und nehme dich heute mit. Sorry, wenn es gerade so ein bisschen rumpelt. Ich muss gerade mal hier. Ich nehme dich heute mit, wie du unschwer erkennen kannst. Ich habe Handschuhe an. Wenn ich Handschuhe anhabe, heißt das immer, die Ute macht Sauerei. Und zwar hiermit. Oder hiermit. Ich zeige dir mal, was ich hier hingestellt habe. Ne? Also Uncharted Mariner, Peacock Feather, jeweils die Spray Stain. Dann Aquacolor hier von Stamperia Türkis. Und Spray Stain Tarnished Brass. Dann habe ich hier aber auch noch stehen, das sind Brushes aufgelöst. Ne? Da habe ich mir extra so kleine Fläschchen für besorgt und habe dann immer wirklich nur so eine kleine Spitze vorne von so einem Eisstiel und dann ungefähr zur Hälfte mit Wasser aufgefüllt, weil ich da auch mal wieder nachgefragt werde. Ne? Also das sind 30 Milliliter Flaschen. Und wo ist mein Eisstiel? Komm schon, zeig dich. Da. Also wirklich nur hier vorne so, ne? So ein Hückelchen hier vorne. Also hier so, ne? Bis zum Spatel. Wirklich nur da vorne so das Hückelchen und dann zur Hälfte die Flaschen mit Wasser aufgefüllt. Und da kommst du Ewigkeiten mit aus. So, das ist kein Brusho, das ist, da habe ich die Flasche umgefüllt, weil mir der Sprayer da kaputt war. Das ist auch hier Stamperia Aquarell Leder, also Leather. Na, so ein Braunton. So, das ist schwarz. Was habe ich hier sonst noch? Ja, ich habe festgestellt, ich habe schon Ewigkeiten. Also das ist eine Serie hier in meinem Kreativ-Journal oder Creativity, die ich letztes Jahr angefangen habe. Und ich habe festgestellt, ich habe schon seit letztes Jahr November nichts mehr darin gemacht und deswegen wird es Zeit. Ja, ich zeige dir mal, wie das von oben aussieht, ne? Weil ich ja sehr großzügig da drin rumsau. Aber ist kein Problem, das ist ein Buch von Action und zwar ist dort Mixed-Media-Papier drin in zwei verschiedenen Strukturen. Einmal glatt, einmal ein bisschen porös. Das kann wirklich Wasser aushalten und Farben und Flüssigkeiten. Also brauchst du keine Bedenken haben, wenn du mit solch einem Medium Papier arbeitest. Das ist, ich glaube, 20x20. Darin werde ich heute gestalten. Dann habe ich mir hier schon Spatel hingelegt. Ein paar Stencil. Hasse das, wenn die immer so verheddern, ne? Boah, das ist ja was, was mich wirklich in den Wahnsinn treiben kann. Also da muss ich ganz ehrlich mal sagen, für so ein Killefit, sorry, habe ich absolut keine Geduld. So, also Stencil. Dann habe ich hier noch diverse andere Sprühfarben, die weiß ich aber noch nicht, ob ich die überhaupt benutze. Meine selbstgemachte Buchbox, ja, da bin ich auch letztens nachgefragt worden. Ja, die ist selbstgemacht. Und da drin sind meine selbstgeschnitzten Stempel. Das werde ich dann eventuell auch noch benutzen. So, dann habe ich hier stehen noch mal so eine Dose mit Dingen, wo man, also Abfallprodukten, also Dinge, die vorher mal andere Zwecke dienten, wie zum Beispiel Geschenkbandrollen oder so, was eigentlich dann Abfall ist. Aber ich nutze das ganz gerne, um Muster zu machen. Hier zum Beispiel war Häkelborde drauf, habe ich mir aus Moosgummi Standteile drauf geklebt. Na, auf beiden Seiten kann man schön als Stempel benutzen. Hier ist zum Beispiel Heißkleber drauf gekommen oder selbst nur Heißkleber und dann kann man das schön mit Farbe dippen und dann stempeln. Hier sind so auch Moosgummi, ne? Die mache ich dann, irgendwo habe ich hier so einen Halter, da. Ne, das ist so ein, die gab es mal bei Teddy, meine ich, für 1 Euro. Da waren so Gummidinger drüber, hier so zum Abmachen von Weihnachten. Und ich habe da jetzt halt so Klett und dann mache ich da meine Moosgummiteile, die ich dann so auswechseln kann. Ne, in Farbe, weil ich das meistens mit Acrylfarbe dann mache. Ne? Acrylfarbe und dann habe ich da so verschiedene zum Auswechseln. Ja, und wie gesagt, ganz viele hier Deckel, Dosen. Alles halt, was man nehmen kann, um Muster zu machen. Ja. Sowas habe ich hier. Also das heißt nicht, dass ich das benutze, ne? Aber ich habe es hier griffbereit.
falls ich dann doch. Und dann habe ich hier noch mal so eine Dose, wo auch ganz viel ist, wo man halt Muster machen kann. Das gab es auch mal bei Teddy. Das war so ein Dreier-Set. Eine Rolle fehlt. Hier habe ich dann einfach Moosgummi drauf gemacht. Ne? Das ist super klasse. Kann man einmal so rüberrollen. Ja, Zahnbürsten für Spritzer. Und. So. Das habe ich hier stehen. Dann habe ich aus meiner Dose rausgekramt. Sowas. Es geht heute um Gesichter und Augen. Und ganz viele Augen. Ganz viele Augen, die ich irgendwo rausgerissen habe. Die gar nicht. Die waren, glaube ich, ja genau, die habe ich auf Butterbrotpapier gedruckt. Na? Und habe die dann halt ausgerissen. Ja. So. Mein Kreativjournal. Wie gesagt, da habe ich letztes Jahr diese Serie angefangen und habe da schon mal so ein bisschen was gemacht. Dazu verlinke ich dir auch, gibt es eine Playliste, wo dann vereinzelt Videos davon da sind, wie ich das gemacht habe. Kannst du dann gerne nochmal schauen, falls du das noch nicht kennen solltest. Und heute mache ich dann mal weiter. Habe ich eigentlich dabei geschrieben? Hier, genau. September, das war September. Dann habe ich hier um Schnick stehen, aber das war auch dann irgendwie. Genau, und das war November, das war nämlich das letzte, was ich gemacht habe mit meinen Kreisen. So, hier hätte ich dann irgendwas vorbereitet, ne? Wie du siehst. Hier habe ich Buchseiten einfach drauf geklebt und eine Gesso-Schicht drauf gemacht. Ja, also wie gesagt, ne? Wenn man mit Flüssigkeiten arbeitet, passiert das, aber das kann wirklich vieles aushalten. Ich weiß nicht, ob ich dir das so zeigen kann. Komm mal ganz nah ran. Ne? Das ist also so eine poröse. Und dann ist einmal glatt. Das ist immer im Wechsel. Einmal porös, einmal glatt im Wechsel. Wie gesagt, Mixed-Media-Papier stand doch extra drauf, dass das Mixed-Media-Papier ist, auf der Banderole, die da drum war. Von daher war ich mir sicher, dass das halt viel ausmacht, aushält. So, ich habe jetzt hier meine Strukturpaste. Meine Strukturpaste oder Feinspachtel. Du kannst das nehmen, was du hast, wenn du sowas machst. Also ich benutze das ganz gerne. Das ist jetzt von Koli, gibt es aber auch zwischendurch bei Lidl, bei Aldi, in der Baumarktabteilung, also überall. Und wie gesagt, ich benutze das ganz gerne. Und die ist noch zu, so wie ich sehe. Die müssen wir einmal aufschneiden. Das. So, das ist eh schon total stumpf hier. Müsste man eine neue Klinge davon haben, aber ja. Braucht ein etwas schärferes Messer. Dann wollen wir erstmal ein bisschen Strukturen hier aufbringen. Ne? Gucken wir mal, was nehme ich. Ich würde, glaube ich, erstmal die Ladies hier drauf machen. Jede Seite ein, die da. Oder so. Nee, die geht da oben hin. Die geht dahin, die geht dahin. Wo habe ich Mattmedium da? Ja, da fliegen direkt die anderen Sachen alle mit aus dem Regal. Ganz hervorragend. So. Pinselchen einmal ein bisschen trocken. Der stand nämlich gerade im Wasserpott. Ja, ich bin unter anderem auch gefragt worden, warum. Oder ja, wie soll ich sagen, warum. Also zu dieser Serie gab es ja dann auch, wie gesagt, Videos. Und ich bin gerade am Überlegen, ob ich das mit Fotodruck gemacht habe. Ein bisschen dick drauf.
Ja, und dann gab es natürlich auch jede Menge Nachrichten, wie das immer so ist, und Anfragen, Nachfragen, was weiß ich auch immer. Und unter anderem war dann die Frage, wozu dieses dienlich ist hier, das, was ich hier mache in diesem Kreativjournal. Ja, wozu ist es dienlich? Wie soll ich dir das erklären? Also für mich persönlich ist es dienlich, um meine Kreativität zu fördern, sag ich jetzt mal. Ich glaube, ich habe das aber schon mal erklärt auch, ne? Ich weiß es gerade gar nicht. Auf alle Fälle anders erklärt. Ich habe ja, also kreativ bin ich schon immer, wirklich immer. Mal mehr, mal weniger. Dann, wie das meistens so ist, dann kommt das Leben dazwischen. Jetzt bin ich ja Zeitmillionärin und habe wesentlich mehr Zeit und kann natürlich meine Kreativität und mein Hobby wesentlich mehr ausnutzen, auslasten. Worauf wollte ich eigentlich hinaus? Achso. Ja, und dann habe ich ja im letzten Jahr die Serie mitgemacht von Mike Deacon, Missing Inspiration. Und da habe ich festgestellt, dass, so außergewöhnliche Dinge, die für den einen oder anderen vielleicht gar keinen Sinn ergeben, mir aber super gut helfen, mich weiterzuentwickeln oder viele Dinge auszuprobieren, über den Tellerrand zu schauen. Ich mag es nicht immer nur dieses eine Stupide zu machen. Ich muss immer in verschiedenen Bereichen und am liebsten kombiniere ich dann natürlich aus verschiedenen Bereichen. Ne? Weil das, was ich jetzt mache, das kann ich ja später vielleicht mal irgendwie in ein Journal eventuell umsetzen. Vielleicht ein bisschen abgewandelt, mit wieder was anderem kombinieren und so weiter und so fort. Deswegen ist dieses für mich mein Kreativjournal oder Creativity, wie auch immer man, ne, du kannst es auch dein Art Journal nennen, was weiß ich, ne, kann ich jetzt auch sagen, Art Journal. Das, im Prinzip ist es ja alles dasselbe. Das ist jetzt natürlich kein Tagebuch, wo ich reinschreibe. Ein Journal ist ja eigentlich ein Tagebuch, wo man täglich reinschreibt. Das ist es nicht, aber für mich ist das einfach, um meine Kreativität festzuhalten. Das ist ja dann praktisch auch wie ein Tagebuch. Ob ich jetzt schreibe, was ich gemacht habe, oder ob ich halt bildlich oder kreativ darstelle, wie meine Intuition mit den Medien umgegangen ist. Boah, das ist jetzt schwierig zu beschreiben, aber ich denke doch, dass der eine oder andere versteht, was ich meine. Ja, so ist dann halt dieses hier entstanden. Soll ich noch ein paar Augen dazwischen machen? Komm, gucken wir mal, was wir hier so haben. Ja, die habe ich mal gesammelt. Oder beziehungsweise gemacht und ausgerissen, als ich noch nicht meine Stempel habe. Ich habe mir vor einigen Wochen von Studio Light diese Augenstempel auch gekauft. Das ist jetzt hier. Okay, das klappt ganz gut mit dem Aufkleben. Ja, muss ich aufpassen. Das ist ganz normal auf Fotopapier, auf Butterbrotspapier gedruckt. Und wenn dann natürlich jetzt Feuchtigkeit kommt. Deswegen mit Matt-Medium, damit das auch gleichzeitig hoffentlich so ein bisschen Schutz ist. Bevor ich das wieder vergesse. Ich habe mir hier, die kann man natürlich jetzt nicht sehen, irgendwo hatte ich auch mal diese Verpackung-Dings aufgehoben. Das sind von Studio Light so Augenstempel. Und da der ja nur in eine Richtung blickt, ne, und es gab von diesen nur einen und von diesen nur einen. Und da der ja nur, ne, man kann ja nicht linkes und rechtes Auge, wenn man so ein Gesicht gestalten will. Deswegen habe ich jetzt zwei verschiedene, die vom Auge her aber sehr ähnlich sind, nur eben von der Größe ein bisschen unterschiedlich. Ne? Und wenn ich das dann stempel, dann mache ich halt das andere, was da so drum ist. Hier in dem Fall sind das Sterne. Die wische ich dann wieder weg, sodass die nicht mit abgestempelt werden. Da stört mich das nicht, weil da ist Schrift. Ich stempel die gleich mal eben, dann siehst du das, was ich meine. Machen wir das hier weg und dann stempel ich das mal. Gucken, ob das passt. Wo habe ich denn jetzt meine Wasserfeste? Hier meine Permanent-Stempelkissen. Da. Ne, das wäre ja jetzt so mit so Sternchen, die will ich aber nicht haben, die Sternchen. Die finde ich nämlich gar nicht so schön.
Boah, ich hoffe, ich habe jetzt richtig rumgehalten. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ich Dulli. Ja, doch. Naja. Bin halt kein Stempelprofi, ne? Nächste. Jetzt gucke ich mal, ob ich den so ungefähr... Na, wie gesagt, hier stört mich das nicht. Das sind Buchstaben, das kann ruhig bleiben. Jetzt gucke ich mal. Da ist das Innere vom Auge, da sehe ich ungefähr... Ja, toll. Ist natürlich total verrutscht. Ja, egal. Da kommt ja eh noch Farbe drüber und Strukturpaste und. Naja, der ist ja ganz schön knickig. Ne? Nee, das muss weg. Das muss weg. Wo es hab das jetzt so ein bisschen mit Gesso abgetupft und jetzt auch schon getrocknet. Ja, mal schauen, da kommt ja dann noch Farbe drüber. Farbe. Ich hoffe, aber hier habe ich ja Digmat Medium, ne? Das müsste ja normalerweise, dürfte es kein Problem sein. Ich glaube, ich mache dann doch noch mal hier ein, zwei Äuglein. Das gefällt mir nicht. Das ist doch. Jo. Machen wir das weg. Kleber. Das reicht, glaube ich. Das kann wieder zu. Ich föhne das jetzt einmal ganz kurz so ein bisschen an.
ein bisschen Crackle Paste. Die mache ich jetzt da, wo das ausgerissener ist. Also praktisch der Rand von dem abgerissenen. Da tupfe ich das jetzt ein bisschen. Andere Seite genauso. Da ist nicht irgendwie jetzt großartig hier eine Planung hinter oder so, ne, sondern habe einfach was aus dem Regal gezogen hier, ne, also Gesichter und so, mal eine von den Döschen und den Augen aus dem Regal gezogen, ein paar Farben und ja, und jetzt wird es einfach mal so, was daraus entsteht. Keine Ahnung, es wird sich dann zeigen, wenn es fertig ist. Einfach machen. Und wenn es in die Hose geht, ja mein Gott, so lange machen, dass es einigermaßen noch ja, zu gebrauchen ist, hätte ich jetzt fast gesagt. Nee, das, ja, siehst ja, ne, wenn hier der Stempelabdruck kacke, dann klebe ich da was drüber oder mal da drüber und fertig. Und im Endeffekt, dir muss es ja am Ende gefallen. Und da machst du halt so lange, bis es dir gefällt. Also in den seltensten Fällen schmeiße ich irgendetwas im Abfall oder so. Ja, das reicht, glaube ich. So, ich gucke gerade hier so von der Seite. Ja. Und wenn du so kleine Schwammstücke hast, nimmst eine Wäscheklammer oder ja, das ist eine Wäscheklammer eigentlich, ne? Und dann kann man das gut benutzen. So, das geht ins Wasser. Und ja, viele schreien jetzt bestimmt wieder, wo ist denn mein Handtuch hier hin? Wenn ich jetzt den Föhn anwerfe mit der Crackle Paste, aber ja, ich föhne die einfach. So. Also Finger bleiben nicht mehr dran kleben. So, jetzt kommt nämlich Farbe ins Spiel. Wasserflasche, genau. Wasserflasche habe ich auch hier stehen. Also das ist immer Wasser bei mir. Immer. In dieser Flasche ist immer Wasser. Deswegen ist die pink direkt auffällig, damit man weiß, aha, da ist keine Farbe, sondern da ist Wasser drin. Weil ich oft schon Fragen gekriegt habe, was hast du denn da für ein Zaubermittelchen in der pinken Flasche? Einfach nur Wasser. Kranwasser. Wieder die Düse total super, oder? Ja, wenn man die Düsen nicht jedes Mal nach Gebrauch sauber macht, ne, muss man sich nicht wundern, wenn die dann verkleben.
small town, big heart, building dreams that always fall apart. Slow days, fast cars, nowhere to go, so we stay where we are. There's only one way in and one way out. Seems like it's always cloudy in this town. I'll find sunshine in the rain. I'll let the storm wash me away to the other side of that one-stop sign. We've been scared of our whole lives. I'll find hope in lonely days. I'll find sunshine in the rain. Dad's gone, 9 to 5. Works real hard keeping on the lights of that neon sign. Mom's glued to the TV, all her answers laid out on the screen, watching Jeopardy. The weather lady's nowhere to be found, 'cause it's always cloudy in this town. I'll find sunshine in the rain. I'll let the storm side of that one-stop sign. We've been scared of our whole lives. I'll find hope in lonely days. I'll find sunshine in the
God, lately I've been witnessing a lot of things I can't believe I'm seeing. This world is slowly falling apart, and it's starting to take a toll on my heart. Dear God, where did all this hate come from? Still can't believe this is where we are. Why can't we all just get along? Maybe it's time you sent back your son to show us how to love again, how to love again. I've been praying, praying every night for all the world to just be nice, treat one another as we treat ourselves. God, if you're listening, please send help. Dear God, what are we supposed to do when kids shooting kids is all over the news? Most of us can't watch our TVs, 'cause we're too afraid of what we might see. Dear God, help us see the light, give us hope, teach us wrong from right, so we don't have to hear their screams, and we can all just live in peace. Please show us how to love again, how to love again. I've been praying, praying every night for all the world to just be nice, treat one another as we treat ourselves. God, if you're listening, please send help. There's too much fighting, so much pain, all the ugliness shoved in our faces. So if you're up there looking down, we could really use your help right now. I'm on my knees every night praying the world sees the light, and we can all start working towards getting along. Start showing each other faith, hope, and love. 'Cause we've had enough of this hurt and pain. Please put a smile on the human race so we can love our neighbors as we love ourselves. God, if you're listening, please send. God, if you're listening, please send. God, if you're listening, please send help. Please send help. Please send help. Meine Message, das ist das, was mich gerade so bewegt, diese Kriege um uns herum, und versucht, die Hauptländer, die gerade so im Mittelpunkt stehen, mit Farben darzustellen bei dem Peace-Zeichen. Ja gut, für heute war es das. Wie du siehst, auch solche Sachen werden von mir kreativ verarbeitet. Nicht nur immer irgendwie, bestimmte Mottos wie Steampunk oder so, sondern auch das, was mich bewegt von dem Weltgeschehen. Ja, lass mir gerne einen Kommentar da, wie du das alles so findest. Und wenn du magst, wenn du Lust hast, hören und sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschö mit Ö. Wieso habe ich eigentlich Handschuhe angehabt, wenn jetzt sowieso meine Finger versaut sind?